international in der FBI-Kür für so sorgte, der vor zwei Jahren den Nürnberger Hochpokal gewonnen hat. Dieses Blut kompakt, der zum Erhalt der Tour zählt. Ja, wir haben diesen Hengst ganz bewusst in Süßstedt stationiert, weil wir dort hoffen, dass er in ein paar oder die dort vorhandenen zahlreichen Konzertsprechern eine Kombination ergibt, die wir gebrauchen können. Und das Ehrenfrischblut ist ja etwas, was nicht stark genutzt wurde. Im Grunde genommen etwas ähnlich wie bei uns, die alte Adeptus-Aldermann-Linie, die konstant über viele Jahrzehnte, ja über ein Jahrhundert in der hannoverschen Zucht verankert ist, aber wirklich immer konstant mit einer gewissen Bedeckungszahl, aber nie diese Riesenausreißer nach oben hatte, aber auch nie gänzlich in Vergessenheit geriet. Thank you.